Es geht darum, dass du darüber nachdenkst, nicht wie schlimm eine Situation ist oder wie groß die Niederlage ist, sondern es geht darum, wie du mit dieser Niederlage umgehst und wie gestärkt du hervorgehst. Der wohl wichtigsten Themen, die in den letzten Jahren mich als auch jedes einzelne meiner Geschäfte, egal ob online, aber auch offline, unsere Beziehung, private Freundschaften, Freundschaften allgemein, egal ob in der Familie, tiefergründig privat oder auch, wie gesagt, geschäftliche Beziehungen. Eine Sache hat mein Leben so unglaublich nachhaltig beeinflusst, und zwar niemals so durchs Leben zu laufen. Ich sehe oft Menschen, denen zeigst du eine tolle Möglichkeit, aus ihren Problemen rauszukommen. Und was tun sie? Sie fragen erstmal, sie recherchieren eine Nacht lang und schreiben alles raus, was schlecht daran ist. Sie schreiben alles raus und erzählen dir, was alles doof ist, was alles nicht funktioniert, warum diese Zahl in Frage gestellt werden muss, dieses Unternehmen, das ist doof und. Eine Nacht lang verbringen sie damit. Und hinterher schicken sie dir eine PDF-Datei und sagen, guck mal, das geht nicht, dies geht nicht, das geht nicht. Und was sie nicht sehen ist, dass sie eigentlich ein Opfer ihrer selbst sind. Denn so durchs Leben zu gehen, Stirn runzelegt, sich die Frage zu stellen, oh, funktioniert das eigentlich? Hat noch niemanden weitergebracht. Wenn jemand dir eine Chance gibt, nebenberuflich etwas zu starten, wenn jemand dir eine Chance gibt, egal ob das auch Coaches sind oder was auch immer da draußen, aber wenn jemand dir etwas gibt, womit du etwas verändern kannst und was du anfangen kannst, dann würde ich an dieser Stelle immer erstmal offen sein. Offen dahingehend, sich Dinge anzuhören. Offen dahingehend zu sein, Menschen an sich ranzulassen ein Stück weit und von diesen Menschen zu lernen. Denn wie oft habe ich von jemandem etwas gelernt, der oder die finanziell noch gar nicht an dem Punkt war, wo ich war. Ich war viel weiter. Aber die Person hat mir einen völlig unverblümten Eindruck gegeben von etwas, was ich völlig in alten Strukturen gesehen habe. Und ich bin unglaublich stolz darauf, dass ich in den letzten Jahren diesen Muskel so unglaublich gut trainiert habe und auch Annika hat diesen Muskel unglaublich gut trainiert, dass wir nämlich heutzutage an einem Punkt stehen, dass wir immer Feedback und kritikfähig sind. Und zwar, wenn jemand uns sagt, hey, pass mal auf, habt ihr schon mal darüber nachgedacht oder darüber nachgedacht, egal wie kritisch dieses Kommentar vielleicht auch sein mag, wir hören es uns an, wir validieren es und nehmen dieses Feedback auf oder nehmen dieses Feedback eben nicht auf. Und das hat mich in den letzten Jahren unglaublich viel Überwindung gekostet, weil das natürlich auch ein Stück weit was mit Ego zu tun hat. Auf einmal, ich sag mal, du bist unglaublich erfolgreich in dem, was du tust, und auf einmal kommt jemand, der vielleicht noch nicht so erfolgreich ist, aber dem fällt etwas auf, was du musst einen Schritt zurücknehmen, um dieses Feedback überhaupt annehmen zu können. Ich bin der Meinung, wenn du durchs Leben gehst und zwar so machst, dann spiegelt das eigentlich nur deine innere Welt wider, dass du super, super skeptisch bist, was in Ordnung ist. Aber dass du jemand bist, der vielleicht nicht das Risiko eingehen möchte, was auch völlig in Ordnung ist. Aber Fakt ist, dann darfst du dich nicht fragen, warum dein Leben so ist, wie es jetzt ist und nicht so, wie du es gerne hättest. Weil wenn wir nämlich mit verschränkten Armen durchs Leben gehen, verbauen wir uns Chancen. Wir verbauen uns Möglichkeiten, wir verbauen uns Beziehungen, wir verbauen uns unglaublich viel. Und das, was ich gerade gesagt habe, kannst du im Übrigen anwenden auf so unglaublich viel mehr. Und zwar nehmen wir mal private Geschichten. Sagen wir mal, du wurdest verlassen oder verletzt und deine Beziehung, egal ob zu Frau oder Mann oder gleichgeschlechtlich, spielt überhaupt gar keine Rolle an dieser Stelle. Du wurdest einfach verletzt und dein Vertrauen wurde missbraucht. Und jetzt läufst du durchs Leben so völlig geschlossen und du möchtest niemanden an dich ranlassen.
das wird irgendwann ein richtiges Backfire geben. Und das wird irgendwann psychisch dir so unglaublich viele Probleme bringen, weil es, naja, schwierig wird, wenn man immer mit verschlossenen Armen durchs Leben geht und nicht offen durchs Leben und Chancen überhaupt an sich ranlässt, einen neuen Partner zu finden. Geschäftlich gesehen genau das Gleiche. Sagen wir mal, du hast geschäftlich gesehen eine nicht so kluge Entscheidung getroffen. Du hast vielleicht Geld verloren, du hast investiert in ein Startup-Unternehmen und dieses Startup-Unternehmen hat es einfach nicht geschafft. Oder sagen wir mal, du bist im Network-Marketing gewesen und hast im Network-Marketing Geld investiert, im Sinne von, du hast Produkte gekauft und du hast es versucht und gemacht und getan und gibst jetzt irgendwie Network-Marketing die Schuld oder jemand anderem die Schuld. Oder du gibst dem Startup-Unternehmen die Schuld oder was auch immer. Aber das heißt doch nicht, dass da draußen alles doof ist. Das heißt doch nicht da draußen, dass alle Chancen doof sind. Manchmal gewinnst du und manchmal verlierst du. Das ist eine Einstellung, die ich lernen musste und die auch du lernen musst. Du kennst vielleicht aus dem Englischen, sometimes you win and sometimes you lose. Es ist nur der kleine, aber feine Unterschied, wie du mit der Niederlage umgehst, wie viel Kraft du heraus schöpfst und wie du dann dementsprechend weitergehst. Wir haben in einem anderen Video mit Annika darüber gesprochen. Es geht darum, dass du darüber nachdenkst, nicht wie schlimm eine Situation ist oder wie groß die Niederlage ist, sondern es geht darum, wie du mit dieser Niederlage umgehst und wie gestärkt du hervorgehst. Kannst du dir unbedingt mal angucken. Auch auf unserem YouTube und IGTV findest du auch das Video. Sei offen. Sei herzlich und sei niemals zu schade, andere Menschen, die vielleicht noch nicht so erfolgreich sind wie du, um Feedback zu bitten. Jemanden zu fragen, hey, wie siehst denn du das eigentlich? Wir fragen in unserem Team, bei Love Life Passport, fragen wir jeden Tag eigentlich nach Feedback. Und zwar von den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich mag nicht darüber zu sprechen, Angestellte zu sagen oder sowas, sondern das sind alles Menschen, die an dem Projekt Love Life Passport mit uns gemeinsam arbeiten, weil sie daran glauben und weil sie sehen, wie viel Power das hat und wie viele Menschen es da draußen erreicht, mit der Message, die wir haben, sich zu verändern, auszubrechen und einfach sein eigenes Leben zu leben, so wie man es sich persönlich vorstellt. Und sie glauben daran und das sind eher Partner im Unternehmen und nicht unbedingt Angestellte, obwohl sie natürlich dementsprechend auf unserer Payroll sind und natürlich bezahlt werden. Und zwar jeden einzelnen Monat pünktlich, bevor irgendeiner von uns bezahlt wird. So, einer der höchsten Credos. Aber Fakt ist, ich frage ganz, ganz oft nach Feedback in unserem Team. Wir fragen aber auch nach Feedback auf der obersten Ebene von den Menschen, die das Ding gegründet haben. Und wenn ich Annika nach Feedback frage oder Ralf und Jane nach Feedback frage, wir fragen nach Feedback. Wir hören uns Feedback an. Wir haben eine ganz, ganz offene Feedback-Kultur. Feedback-Kultur bedeutet nichts anderes, als dass wir miteinander sprechen und uns anhören, was der andere zu sagen hat. Und das ist egal, was für eine Position er hat im Unternehmen, wie viel Geld er verdient, wie viel Gehalt er bekommt, wie viel er getan hat oder was auch immer. Wir sind alle gemeinsam eins und wir arbeiten an einem großen Projekt. Offen durchs Leben durchzugehen, öffnet dein Herz. Hört sich ein bisschen melancholisch an, ein bisschen romantisch an, ich weiß. Aber Fakt ist, es hilft dir. Es hilft dir, du gehst besser durchs Leben, es macht mehr Spaß und du hast am Ende viel, viel bessere Ergebnisse. Denn oft ist es so, wie sagt man so schön, oft ist es so, dass man halt eben einfach blind ist. Ja? Betriebsblind, sagt man ja so schön. Ja? Und oft ist es so, dass man im Unternehmen, in seinem eigenen Unternehmen, relativ schnell betriebsblind wird und dann kommt jemand von außen und sagt, hey, das und das und das und das, das macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, was ihr da gerade macht. Und dann denkt man sich so, okay, krass, vielleicht hast du tatsächlich recht mit dem, was du da gerade sagst. Und Feedback anzunehmen, Feedback umzusetzen, wenn es konstruktiv ist, machen wir als allererstes, immer wenn du Feedback hast oder Kritik, gerne. Einfach uns schreiben, faq@lovelifepassport.com, zum Beispiel kannst du jederzeit, bekommst du immer eine Antwort von uns oder gerne über Instagram, auch in den Kommentaren bei YouTube, etc., etc., etc. Also, auf geht's, nicht mehr so durchs Leben gehen und vor allen Dingen, wenn dir jemand eine Chance gibt, und wenn du dich dafür entscheidest, etwas zu verändern in deinem Leben und andere Menschen darüber urteilen wollen, lass sie bitte urteilen. Es interessiert, deine Meinung interessiert einfach niemanden. Nur weil ich mich verändern möchte in meinem Leben, heißt das nicht, dass du darüber urteilen darfst. Also von daher, wenn du dich veränderst und in eine Richtung gehst, die vielleicht nicht allen Leuten da draußen gefällt, völlig in Ordnung. Du kannst ihnen immer sagen, hey, pass auf, das ist deine Meinung und vielen, vielen Dank für deine Meinung, aber das ist meine Meinung und nur weil du deine hast, heißt es nicht, dass ich meine Meinung dir anpassen muss.
Also von daher, geht offen durchs Leben, seid herzlich, nehmt Feedback an von egal welchen Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion, egal welchem Stand, egal wie viel Geld, egal wie erfolgreich oder nicht erfolgreich. Feedback macht euch besser. Feedback, wenn ihr es annimmt und richtig für euch verwertet, macht euch in eurem Geschäft zu einer besseren Person und auch privat zu einer besseren Person. Also von daher, be open-minded.